Und dann rannte der Typ weg. Und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Ja, die Story hatten wir gestern schon. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Leute, echt mal, ihr könntet doch wenigstens, wenn ihr irgendwas wisst oder so, mir halbwegs Bescheid sagen. Oh. Lass mich raten, wir bleiben jetzt draußen. Das da hinten sieht ungesund aus, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht sollten wir doch lieber ins Haus reingehen? Oder so? Kommt das näher? Das sieht heftig aus. Ich glaube, es kommt sogar näher. Ich will ins Haus. Ich will ins Haus. Ich kann nicht ins Haus. Warum kann ich nicht ins Haus? Was zum Teufel ist das? Und jede Nacht tobt hier so ein verdammter Sandsturm, oder was? Aha. Boah. Geister, die kämpfen doch gegen das große Sandvieh, oder? Immer noch nicht einfach genau zu erraten, was für eine Bewegungsrichtung sie jetzt eigentlich genau von mir haben wollen. Nur mal so. Lauf! Und werde bitte nicht zermalmt. Irgendwelche Vorfahren oder so. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer!
Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Aber was für ein... Ich wette, das hat was mit der alten Frau zu tun. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Wie genau geht's? Ich hoffe, Ashki nimmt es. Ashki nimmt es uns nicht übel, dass wir ihn kurzzeitig mal kontrolliert hatten. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Shuros. Willst du mitkommen? Sicher. Ja. Okay. Galopp, 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 Galopp. Yay! Jetzt hat's ein bisschen was von Red Dead Redemption. Da-dap, 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 da-dap. Ist lustig, wie das Spiel auf einmal so komplettes Szenario wechselt, ne? Ich meine, vorher überall die ganze Zeit Stadt und Regen und keine Ahnung was und hast nicht gesehen. Jetzt auf einmal Wüste und Pferde und Cowboys und Indianer und böse Geister und Indianer und ja, irgendwie seltsam. Wie gesagt, auch wenn ich noch nicht genau hundertprozentig weiß, was diese Episode jetzt für einen tiefschürfenden Sinn dann in der Hauptstory haben mag, aber vielleicht erschließt sich das mir noch. Mäh, ihr Schafe. Mäh, ihr Schafe. Und nu? Achso, wir gucken den Schafen jetzt beim Schäfchenzählen zu. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Und trotz all dem wollte dein Vater nie von hier weggehen? Nein. Bei ihm zählt der Spuk einfach mit zu dem Land. Wie die Felsen und der Wüstensand, das wird nicht verschwinden, also muss man einfach damit leben. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Oh, is it there? The bear by a shark?
Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ah, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Und was du mir gerade beichten wolltest, ist mir total egal. Tralala, denn ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Ja, das ist schön. Gut, dann schnappen wir uns mal unser getreues Pferd, Jolly Roger, hier, Jolly Jumper. Und galoppieren zur Windmühle, die irgendwo dort hinten ist. Und mein Pferd ist langsam. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. So, jetzt. Ah, jetzt hat es ein Turbo gefunden. Ui, schön am Busch hängen geblieben. Yay, genau, so wollen wir es haben. Okay, Windmühle, Windmühle. Irgendwie immer dem Pfad folgen. Oder so, halb jedenfalls. Genau, hier wollten wir hin. Denn hier hinten ist die Windmühle des Todes. Und wenn wir uns hier jetzt umgucken, dann finden wir hoffentlich die Lösung all unserer Probleme. Ah, das sieht mir nach einem Job für Super Aiden aus. So, diesmal klappt's auch. Plups. Ganz toll, Aiden. Schön. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Ja, denke ich mir aus. Ich bin ein Supergeist. Ich bin ein Supergeist. Okay. Ja. Der Typ spannert uns irgendwie gerne hinterher. Ich meine, zugegebenermaßen, wir sind ein hübsches Mädchen, ne? Aber trotzdem, irgendwie finde ich das ein bisschen befremdlich. Was ist das denn? Ein Bunker? Jetzt kommen wahrscheinlich die Zombies. Was ist das denn hier? Eine uralte Opferstätte? Indianische Traumfänger und Symbole? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wofür ist dieser Ort? Aiden? Nö. Zu Aiden kann ich nicht wechseln. Komisch. Was? Das war vorher aber nicht da. Au. Was zum Teufel? Crown. Schon wieder. Bin mir übrigens gerade total unsicher. Habe ich... Moment. Moment, das interessiert mich jetzt kurz. Ich muss das kurz mal... ich muss ganz kurz was recherchieren und dann bin ich sofort, also quasi gesehen, zum Glück hat man ja, ne? Da kann man ja kurz mal rumgucken. Denn gucken kann man, das ist ja kein Problem. Das kann man, das kann man, das kann man. Crown heißt nämlich nicht Krähe. Ich bin ein Honk.
Crown heißt natürlich Krone. Das heißt Krähe. Ach Gott, ich bin ein Dämlack, bin ich. Da wurde ich doch jetzt in dem Moment irgendwie so ein ganz klein bisschen stutzig. Aber Krone macht irgendwie, weil wahrscheinlich von der Assoziation her. Weil Krähe hätte mir jetzt in dem Moment oder in der Umgebung vor allem auch, ja, das hätte für mich mehr Sinn gemacht als Krone. Sagen wir es mal so. Weil was haben Indianer mit irgendwie einer Krone zu tun? Aber gut. Seien wir einfach mal neugierig. Und gucken, was uns hinter diesem Canyon erwartet. Nämlich gar nichts.